Mach nochmal, bitte. Der hat eben gerade permanent genickt. Das war schwierig eben. Ab wann soll ich denn jetzt? Ja, du weißt es ja nicht mehr, wann dann. Hallo! Wir sind uns wieder! Der Dave und der Alex! Wolltest du auf meinem Boot mitfahren? Das wird zu kompliziert, das sind ja Auseinanderzahlen. Okay, wollte ich das? Okay, aber ich bin ziemlich beschäftigt und kann dich nur eine Strecke mitnehmen. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht. Komme ich jetzt vielleicht auf die Schweineinsel? Ah, die Schweinekopfinsel. Das würde Sinn ergeben. Ja, sieht schon anders aus. Aber wer weiß. Nee, nicht reinspringen, dann werde ich wieder mitnehmen. Darf ja auch nicht, zum wieder. Oh, zwei Tore. Das ist die Villa. Ich glaube, das ist die Villa. Die wir am Anfang gesehen haben? Eine vertraute Villa. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Villa, von der der Einbrecher da, der Dieb, erzählt hat. Ah. Gehen wir mal hier rein. Ja. Da wollen wir mal gucken. Und die Musik ist ziemlich entspannt, so ein bisschen karibisch, so. Ey, das sieht geil aus. Kann ich hier irgendwie... Das sieht cool aus, ja. Mhm. Nee, das sieht so geil aus, dass er gleich wieder abhauen will. Die Musik ist ein bisschen karibisch gehalten, ein bisschen... Mit ein paar Streichern da drin, ein paar Streicherakzente. Ja, das sind diese typischen Marimba-Sounds. Oh, wow. Alle Truhenarten versammelt. Wir können nur eine öffnen. Verschlossen. Offen. Schätze aus der Villa. Da lernen wir bestimmt jetzt bald die anderen Truhen zu öffnen. Boah, das wäre so langsam wird es echt mal Zeit. Das wird ja wir haben schon so viele davon, von blau und gelb und grün und rot und das wird ja immer mehr, hör mal. Geh. Ja, endlich. Ah! Das ist ja cool. Jetzt darf man da hinten hingehen. Das ist ja cool. Aber die ist doch auf einer... Ich wollte gerade sagen, das ist doch voll unlogisch. Oder soll da Wasser zwischen sein? Nee. Ich verstehe das nicht. Dave, erklär mir das. Ja, aber der Weg ist ja durchgängig hier, wenn man das so sieht. Ja. Ich darf auch nicht wieder nach hinten gehen. Bitte erklär mir das, ich bin verwirrt. Wir müssen gar nicht laufen jetzt, wir können ja die Glocke nehmen. Dann können wir uns zumindest einen Teil des Weges sparen. Weil die Glocke, die bringt uns ja zum 100-jährigen Waisen. Was willst du denn da? Ja, dann brauche ich jetzt, ich will auch wieder zurücklaufen. Ich wollte ja gar nicht eigentlich mit ihm fahren. Ach so. Noch nicht. Mhm. So, und dann gehen wir nämlich wieder zurück dahin, wo wir gerade eben waren. Okay. Und dann möchte ich nämlich eigentlich das erstmal mit den Pilzen machen, mit dem Schauspieler, was du vorhin vorgelesen hast. Ja, okay. Verstehst du? Das verstehe ich wohl, ja. Gut. Hier ist verdammt nochmal nichts drauf. Bambi, was hast du da erzählt? Du hast uns jetzt so ein Floh ins Ohr gesetzt. Das ist deine Schuld. So, hoffentlich hat sie jetzt ein schlechtes Gewissen. Das hast du ihr jetzt gewünscht. Ja, nein. Sie weiß, wie das gemeint ist. Nein, ich hab sie doch ganz lieb. Musstest du jetzt sagen, weil sie mit dir aufgenommen hat. Quatsch. Ja. Mano. La. Silver Dave. Da kommen keine Blätter später. Ach, halt doch die Backe, da kommen bestimmt noch welche. Nein. Doch. Nicht in diesem Leben. Glaub ich schon. Nein. Du verstehst die Spiellogik von damals nicht mehr. Das bist du zu jung für. Nein, mein Lieber. Nee. Ich bin mit diesen Spielen aufgewachsen. Nee. Ja. Eher als du mit denen hier aufgewachsen bist. Du bist mit ganz anderen Sachen aufgewachsen. Ja, schon. Aber das hier kenne ich ja nicht mal. Ja, dafür habe ich keine Ahnung mit Amiga und sowas. Aber hier, ich weiß, dass hier aber auch welche kommen. Hier habe ich nämlich auch schon mal welche gesehen. Deswegen versuche ich das hier ja immer wieder. Aber da kommen keine mehr, weil du hier schon 25 insgesamt gesammelt hast. Aber das geht nicht in deinen Schädel. Blödsinn, la. Bang, bang, bada, 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 bada. La, da, 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 da. Ich speichere hier mal. Der ist so ein bisschen Zirkusmusik irgendwie, weiß ich nicht. Na, Zirkus, ja. Ja, nicht ganz, aber so ein bisschen. Dorf der Anfangs überspeichere ich jetzt mal.
Ups. Oh ja. Oh ja. Ja, sagt er ja. Oh ja. Er ist schon über 200. Nein. Nein. Was? Ja, wir haben über 206.000. Dann kann man bald wieder irgendwo was knacken wahrscheinlich. Das ist übrigens auch eine Sache, die ihr mir gerne mittlerweile schreiben könnt. Was zur Hölle heißt AP? Alte Penner. Aber wir haben nicht 200.000 alte Penner. Meinst du nicht? Würde mich stören. Ja. Ich meine... Ja. Kommt drauf an, was das für Penner sind, aber... Ja, wer weiß. Ich nicht, deswegen. Auch nicht schlecht. Bock. Vor allem das Geräusch, wenn er an die Wand klatscht. Ist also wenn er an die Wand klatscht. So, jetzt gehen wir mal unten rum her bei den Pilzen und das wird echt eine Odyssee, weil es gibt halt lachende und es gibt weinende Pilze, also die uns zum Lachen und zum Weinen bringen. Mhm. Und ich glaube, mit den Lachenden können wir die ganzen Ebenen ein Stück nach oben bewegen, wo wir gerade stehen, und dann kommen wir halt an andere Orte dran und mit den Weinenden ein bisschen nach unten. Okay. Das ist ein bisschen kompliziert, fand ich zumindest letztens. Ein bisschen fahrstuhltechnisch. So, jetzt kann ich den zum Beispiel nicht angreifen, weil das wird mir wehtun. Jetzt kann ich oben drauf springen, wenn er auf ist. Ja, das habe ich schon gesehen. So. Das hier? Sind Pilze. Das ist ein lachender Pilz. Ah ja, also ja, sag ich, so Fahrstuhltechnik. Okay. So, genau, ich glaube, genau, ich zeige ihm jetzt aber mal eben erstmal das Lachen, wie das geht. Hm. Jetzt gehst du da hin und lachst. Was bringt das? Dann lernt er das ja von mir. Dieses Gesicht, dieser Ausdruck, das ist toll. Jetzt verstehe ich, dass ich wirklich nützlich. Das ist wirklich nützlich. So, jetzt musst du ihm das Weinen auch noch beibringen, oder wie? Weiß ich nicht. Ja, anscheinend. Und dann, aber etwas fehlt immer noch. Welche Art Gesicht soll ich machen, um Traurigkeit auszudrücken? Ach, das muss ich, die tollste von, Schnute der Welt. Das von Angela Merkel vielleicht. Guter Kommentar. Da unten ist auch noch so ein rotes Ding, aber da weiß ich noch nicht ganz, wie man da hinkommt. Vielleicht hier oben, warte mal, wenn man hier... Nee, darf man nicht. Rotes Ding. Ja, auch nicht. Nee. Muss man dahinter nochmal gucken. Du musst auf deinen Hintern nochmal gucken. Mhm. Okay. Ich glaube, den brauchst du nicht anlachen. Lass ihn doch da. Ja, vor allem, ich kann jetzt auch nicht angreifen. Und manchmal lacht er auch von selbst einfach. Jetzt würde ich noch einmal den Traurigen zupfen. Und ihm das zeigen. Genau, jetzt zeigst du ihm das traurige Gesicht. Und manchmal läuft er auch einfach so vor sich hin, wenn er dann heult, weil dann läuft er automatisch. Okay. Und wie gesagt, manchmal macht er das auch einfach so, obwohl ich nichts drücke. Das ist auch ganz tricky. Das sieht aber auch ein bisschen sehr gruselig aus. Also, dieser Gesichtsausdruck ist wirklich todtraurig. Ah ja, wenn ich genau diese lachenden und weinenden Gesichter hinbekomme. Ja, ich glaube, mit ein wenig Übung kriege ich das hin. Vielen Dank, du hast mir wirklich geholfen. Übung macht den Meister. Jetzt habe ich was zu tun. Was kriege ich dafür? Die tollste Schnute der Welt. Oh, er geht weg. Oh, bevor ich es vergesse, der Älteste ist gerade zum Berg gegangen. Er wollte irgendetwas von dir. Du solltest sofort aufbrechen. Berg! Mhm. Ist er automatisch abgehauen? Nö. Nein, aber du. Du als Zombie, meine ich. Ja, aber da konnte... Ja, nee, also ich habe da hingeklickt, dass er da hingeht. Okay. Ah. Oh, neue Musik. Da links war nichts mehr bei den Pilzen. Die Sturmschweinetasche. Doch, da kommt schon noch was. Hast du das Gefühl... Ach, hier, du darfst wieder. Ja, du kannst auch eins. Nein, du... Okay. Hast du das gefühlt? Du musst ja die Stimmen merken von dem Ältesten, genau. Kann ich nicht. Das war der böse Geist, der im Phönixberg wohnt. Es bedeutet,
möchte, dass dieser Berg mit einem bösen Fluch belegt ist. Immer wenn du so etwas fühlst, bedeutet das, dass der Ort, an dem du bist, verflucht ist. Oh, ich glaube, hier kann ich die erste Schweinetasche anwenden. Such an diesem Orten nach den Schweinetaschen. Oder ich finde die da. Du findest die Schweinetaschen, indem du die Gegenden durchsuchst, die mit einem Fluch belegt sind. Also anscheinend kann ich die Schweinetaschen erst, muss ich die erst alle 7 sammeln, bevor ich die benutzen kann oder so, weil wir haben ja schon eine und die konnten wir noch nicht benutzen. Okay. Ja, das ist doch schön. Da haben wir schon wieder ein neues Gebiet hier, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt erstmal hier hingegangen, aber ich glaube, ich konnte auch noch über ihn drüber, da die Klippen hoch. Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Boah, hier gibt's so viel zu sehen. Nee, ah. Dann geh ich nochmal zurück. Jetzt sind wir nur dahin wieder zurückgekommen, wo wir gerade herkamen. Ja, ja, klar. Aber links war ja noch so eine Tür. Und rechts konntest du auch noch hoch. Ja, ja. Vielleicht kannst du auch direkt die Wellfelsen hochklettern. Oh, ist auch weg. Cool. Da kannst du speichern. Sturmberg. Spatendeichern, ja. Also gut, ich sag mal so, es ist andere Musik. Ja. Ob die jetzt sonderlich toll ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ist ein bisschen hektischer. Oh. Minions! Nee, doch nicht. Das sind Cowboys? Ey, ich bin ganz nass! Ja, mehr kann ich nicht lesen. Ich hab's dir ja gesagt! Ja, ja, was auch immer. Na, du musstest ja schließlich unbedingt in den Urwald gehen, nicht wahr? Nun, ich habe gehört, dass der Riesenvogel, der hier lebt, dich dahin bringen kann. Der Phönix? Es ist lange her, dass man ihn. Dass man ihn den Herrn der Lüfte nannte. Ach, deswegen auch Phönixberg. Jetzt verstehe ich das auch. Ein Berg mit einem großen Vogel, der fliegen kann und uns irgendwo hinbringen kann. Ach, bei mir ist der Erkältung im Anzug. Im Anzug? In meinem Anzug ist eine Erkältung drin. Scheiße, ich gehe nach Hause. Hey, warte auf mich, wieso so eilig? Warte! Du blödes Stück Scheiße, geh aus dem Weg! Vertrau mir! Du solltest aus der Stelle von diesem Berg hinabsteigen! Tschüss! Ach, ich weine ja immer noch, stimmt. Ich weine ja immer noch. Wer gegen die Tür rein? War da oben nichts mehr? Doch, aber sie hat mich ja gewarnt. Und? Rechts würde ich weitergehen. Ja, ich wollte wissen, ob es da irgendein Geheimnis gibt, vielleicht, wenn ich gegen den Wind da so. Ja, spring. Wahrscheinlich, wenn du den Wind abgestellt hast, kannst du wahrscheinlich aufs Dach darüber oder so. Kann ich mir vorstellen. Ich lass mich einfach mal schieben, glaube ich. Ach, Schweine. Wow! Was war das denn? Schwein. Bist du jetzt ein Schwein? Wo komme ich her? Bist du jetzt ein Schwein? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ich dachte schon, das wäre geil gewesen. So, was okay, nicht so geil ist, ist, dass die Folge vorbei ist. Ja, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.